Es gibt nicht viele Dinge, die mich sprachlos machen. Aber dieses Schauspiel am Himmel, da war ich wirklich still. Die Sonnenfinsternis meines Lebens sozusagen, die habe ich in der Türkei gesehen. Da war ich wirklich platt. Wir waren total aufgeregt. Es war eine Gruppe von Amateurastronomen, aber auch da waren Amateurastronomen dabei, aber auch Astronomen dabei. Alle hatten irgendwie Fernrohre, da wollten dann da gucken und so weiter. Es war also riesen, es war eine richtige Aufregung wie beim Schulausflug förmlich. Und dann hat man gemerkt, wie das so langsam losging. Also wie der Mond so ganz langsam sich vor die Sonne schob. Das hat ja ewig gedauert. Ganz langsam. Und dann hat man alles Mögliche gemerkt, wie es kalt wird. Es wird richtig kalt. Die Schatten, die da fliegen, die Farben haben sich verändert. Und das Ganze eben, das muss man sich überlegen, das Ganze, du stehst am Strand und hast halt einen riesen Himmel vor dir, einen riesen Himmel. Hinten Horizont, der Himmel war total blau. Und in der Mitte die Sonne, die allmählich immer mehr und mehr von diesem Mond verdeckt wird. Also, das war so komisch, wenn ich daran denke, ich kriege noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie dann allmählich die Leute um mich herum immer grauer und grauer, ich wurde natürlich wahrscheinlich auch grauer, ich habe mich ja nicht gesehen, immer grauer und grauer, aber also es war gerade so, als wenn die Luft stehen bliebe, kälter würde und sich so allmählich absenkt. Es wurde alles still, die Menschen um mich herum waren still. Das ganze Geplapper, was eben noch war, Ruhe. Es gab kein Gezwitscher mehr von irgendwelchen Vögeln, gar nichts. Es war total still. Und dann war die Sonne völlig verdeckt. Eine totale Sonnenfinsternis. Das war ein schwarzes Loch am Himmel. Wir haben sogar den Merkur gesehen, den man nie sieht, weil er so nah an der Sonne dran ist normalerweise, überstrahlt wird. Sogar den haben wir gesehen. Und dann natürlich die Corona, also dieses Außen drumherum, wo du ja als Physiker denkst, das ist ja sowieso so ein Ding, das kann eigentlich gar nicht sein. Die Oberfläche der Sonne, das weiß man ja, 5800 Grad, die Corona Millionen Grad heiß. Man sah sogar teilweise diese koronalen Flammen. Wenn man dann die Bilder genauer, also länger belichtet, dann sieht man ja noch viel mehr. Aber was man mit bloßem Auge da sehen konnte, war einfach schon ungeheuerlich. Und wenn man dann noch ein bisschen physikalischen Hintergrund hat, dass also da draußen um die Sonne herum ein Gas sein soll, das 2 Millionen Grad heiß ist und die Oberfläche der Sonne aber nur 5800 Grad, das kann doch gar nicht sein. Wie geht denn das? Widerspricht doch der Thermodynamik. Und dann hat man natürlich im Hinterkopf, da gibt es Prozesse, nämlich mit Magnetfeldern, mit elektrischen Strömen, die aus der Sonne rauskommen, weil die Sonne ja so ein Riesendynamo ist. Also nicht nur im Inneren so ein Fusionsreaktor, sondern ein Dynamo, wo Bewegungsenergie in elektromagnetische Energie verwandelt wird und Teile der elektromagnetischen Energie eben in dieser Corona praktisch abgelagert werden. Und wie das so ist, kennt man ja zu Hause auch, ne? Also wenn man einen Strom durch einen Leiter jagt, wird der Leiter warm. Und hier ist der Leiter die Corona, dieses sehr heiße, dünne Gas. Ja, und ich meine, sowas ging mir, ehrlich gesagt, während der ganzen Zeit überhaupt nicht durch den Kopf. Überhaupt nicht. Mir ging auch nicht durch den Kopf, dass die Mondbahn ein bisschen geneigt ist gegenüber der Ekliptik, dass es da eben zwei Drachenpunkte gibt, wo die sich genau schneiden. Das ging mir alles überhaupt nicht durch den Kopf. Oder dass der Mond jetzt eben gerade die richtige Entfernung hat, dass es eine totale Finsternis gibt und keine Ringfinsternis. Also ihr müsst euch vorstellen, ich stehe die ganze Zeit so da mal, wow. Ich habe noch nicht mal wow gesagt, glaube ich. Also ich konnte gar nichts sagen. Ich habe da nur gestanden und habe vor um mich herum lauter Leute gesehen, die ganz anders aussahen als normal. Also was ich jetzt so erzähle über diese ganze Wissenschaft, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich sage das jetzt nur so, aber man hätte sich denken können, dass es natürlich ja schon was Besonderes ist, dass eben ein Planet einen Begleiter hat, der genau so ist, dass er das Ding jetzt noch gerade richtig verdeckt. Das könnte so ein Reisebüro sagen, jetzt unbedingt, ja, Sonderangebot. Also wenn es dann mal Außerirdische gäbe, dann würden sie sicherlich zu so einem Moment kommen. Denn das Tolle ist ja, die ganze Geschichte mit der Sonnenfinsternis, das kann man genau ausrechnen. Ja, das ist ja der Triumph der Physik, Himmelsmechanik. Wir wissen ja genau, wie die Dinge sich am Himmel bewegen. Ganz genau, also wo die Sonne wo sein wird, wo der Mond wo sein wird, wo die Erde wo sein wird. Deswegen kann man ja auch ganz genau ausrechnen, wo ist denn der Kernschatten, wo ist der Halbschatten. Das kann man ja ganz genau sagen, bis auf die Sekunde genau. Weil da oben ist ja keine Reibung. Ja, da ist ja gar keine Reibung, da reibt ja nichts. Das ist ganz einfach, das Weltall ist so leer, da kannst du alles berechnen, alles. Vor allen Dingen eben die Bewegung der Planeten, ja? Deswegen kann man das so genau berechnen. Das ging mir aber auch nicht durch den Kopf.
Ich stand die ganze Zeit nur da und habe gefroren. Es war so kalt geworden. Mann, also je länger diese totale Finsternis gedauert hat, umso kälter ist es geworden. Man hat richtig, und das musste ich meine, man steht an der Südküste der Türkei. Und dann war es so kalt. Boah, es war vorher schön warm, da wird es so kalt. Boah. Da merkt man dann schon als Physiker, man hat ja ein Vertrauen, also in die Mathematik, in die Berechenbarkeit. Man hat ein Vertrauen, man weiß, dass das wird vorbeigehen. Obwohl ja in der Antike sind ja wegen der Sonnenfinsternis ganze Schlachten abgebrochen worden. Ja? Weil die Leute gedacht haben, um Gottes Willen, uns fällt der Himmel auf den Kopf. Aber wir standen jetzt da im Jahr 2006 und wussten natürlich, dass der Mond da vorbeigehen wird. Ich war froh. Ich weiß nicht, wie es den anderen ging, aber ich war froh. Ich war froh, dass dann auf einmal wieder Licht kam. Der Moment, wo man gesehen hat, jetzt läuft er vorbei. Und dann kam wieder Licht.